Thorsten Preuß und wir sind hier zu Gast in meiner Werkstatt in Magnerkirchen in der Plauenschen Straße. Wir sehen jetzt Bünde ein. Die sind hierbei schon leicht vorgeritzt, müssen aber nochmal nachgeritzt werden und dann wird das eingesägt. Hierzu benötigt man ein Lineal. Da sind vier verschiedene Mensuren drauf. Das sind so die gängigsten am Markt üblichen Mensuren. Dieses Werkzeug heißt Spinne. Das ist nur gebräuchlich im Vogtland. Und es dient dazu da, um die Buntschlitze gerade anzureißen auf dem Griffbrett. Ein Schnitzer und eine Buntsäge. Das ist eigentlich eine normale Säge, die aber halt hier mit einem verstellbaren Tiefenanschlag versehen ist. Wir werden jetzt hier eine Bundierung vornehmen. Dazu braucht man verschiedene Werkzeuge. Das ist eine Buntabzwickzange und das ist eine Buntausklinkzange. Das ist ein Bunthammer, um den Bund einzuschlagen, die Buntpfeile, um die Buntkrone zu verrunden, ein Granitblock belegt mit Schleifpapier, um die Bünde abzurichten, zwei Metallpfeilen, um die Bünde schräg zu feilen bzw. die Bundenden zu verrunden. Schleifpapiere und Schleifklötze, um die Bünde hinterher zu polieren. Natürlich Buntstäbchen. Wir haben hier eine Zarge aus Ahorn, einen Winkel, um zu kontrollieren, ob die Zarge dann auch rechtwinklig ist, und eine Wasserspritze. Ein Brett, was möglichst plan sein sollte, wo der zu biegende Umriss drauf gezeichnet ist. Ein Biegeeisen, was ganz simpel über einen An-Ausschalter funktioniert und ziemlich heiß wird.
Das ist eine Zagenbiegemaschine, ein sogenannter Foxbender. Den hat sich der amerikanische Gitarrenbauer Charles Fox erdacht. Ungefähr 115, 120 Grad. Das ist der gesamte Biegevorgang. So, die Zage ist jetzt gebogen und über eine halbe Stunde in der Form abgekühlt. Der nächste Schritt wäre jetzt einfach, man würde das hier oben und unten ablenken und dann mit der anderen Zage oben und unten quasi zusammenleimen und dazu Hilfenahme von zwei Fichtenklötze. Hier kommt eine Kante drauf geleimt, ein Reifchen, was quasi der Decke bzw. dem Boden eine größere Leimfläche gewährt und dem Instrumentenbauer einen Raum bzw. Platz gibt für etwaige Randverzierungen. Gitarrenhals an einem Gitarrenkorpus zu befestigen. Da gibt es zum einen die spanische Methode und dann gibt es die deutsche Methode. Das ist das deutsche Prinzip, einen Hals an einer Gitarre zu befestigen, ist halt die sogenannte Schwalbenschwanz-Hals-Korpusverbindung oder wie die Amerikaner sagen, Dovetail. Hierbei wird eine Tasche in den Korpus hineingesägt und an den Halsfuß ein eben solcher Zapfen angeschnitten, der auch noch hinterschnitten ist. Eine form- und kraftschlüssige Hals-Korpus-Verbindung, die, wenn sie gut gemacht ist, eigentlich ein Leben lang hält. Bei dem spanischen Halseinsatz geht der Hals quasi komplett durch, bis in das Instrument hinein. Hierbei werden zwei Schlitze in den Hals hineingesägt. Und die Zagen werden in den Hals hineingesteckt. Die spanische Halskorpusverbindung, die kriege ich nicht mehr gelöst. Der Korpus mitsamt dem Hals quasi wie ein Stück ist. Das Griffbrett ist bis zum Schalloch hin unterfüttert. Und somit ist es hat diese Halskorpusverbindung meistens einen sustainreicheren Ton, gerade in den höheren Lagen. Wie war es im Kindergarten? Schön. Papa? Hm? Ich will dir nur was sagen jetzt. Ja, sag mal. Ich will jetzt rodeln gehen. Du willst jetzt rodeln gehen? Und dann zum Tanzen. Und dann zum Tanzen.